Moin, Servus, Moin. Willkommen zu einem neuen Video. Wie man sehen kann, sitze ich neben der Karin. Wir haben viel bisschen gequatscht gerade eben und haben geredet. Ich habe mir jetzt gedacht, wir machen ein Fragevideo. Ich stelle der Karin jetzt Fragen. Erstens, zuerst auf jeden Fall, wie geht's Ihnen? Wie steht's? Wie geht's? Na, nicht so gut. Nicht so gut? Ich bin jetzt schon 8 Wochen zu Hause, weil ich habe da so einen schweren so ein Kohlepaket gehoben und da hat sie knackte meinen Rücken. Okay. Aber ja, ja. Dann habe ich Lungenentzündung gehabt und jetzt sagt der Doktor, es ist eine chronische Bronchitis. Aber so wenn soweit alles dann ja, gut ist. Ja, ist so. Ja. Okay. Oh, hast du schöne Wetter heute genossen, die Sonne? Na, hier ist es kalt drin. Oh. Weil die Wohnung hat Schwarzschimmel. Ja. Und der Keller steht schon 7 cm unter Wasser. Das hast du mir ja gesagt, das ist echt schön. Nee, ist es nicht. Okay. Und ich wohne hier mutterseelens alleine im Haus. Keiner da, der mich hilft oder sonst irgendwas. Mach dich raus hier! Und ihr seid Lügenpresse, halt die Fresse. Mach dich raus hier! Mach dich für meine Couch runter! Und ich bin ein Freund und helfe. Das glaube ich, entweder, ja klar. Ja, die Anrufe jetzt. Ich schreibe jetzt alle Nummern auf und übergebe das alles der Polizei. Es reicht mir langsam. Ist das die Nummer von Kari? Nee, die. Hallo? Ja? Ja, ich bin's. Mach dein Arschschuh, mach dich aus meiner Leitung raus, du Birne. Bitte? Du stockschwuler Arschficker. Was? Na warte, das ist die nächste Nummer, die Polizei kriegen, du. Nee, dann hat's sich erledigt, danke. Schönen Tag noch, ciao, ciao. Oh, oh. Die Leute belästigen, Alter, das ist doch... Ja. Nee. Niemand. Gut, der geht schon gut los. Wirklich niemand, komplett niemand, absolut niemand. Okay, wollen wir erstmal mit der ersten Frage anfangen? Na ja, dann mach mal los. Jo. Was sagst du zu Coronavirus? Raus mit die Viecher. Ja, das habe ich auch viel gehört, das stimmt. Dass man ja eingebunkert ist und nicht raus kann. Ich bin jetzt schon 8 Wochen zu Hause, weil ich habe da so einen schweren... So ein Kohlepaket gehoben und da hat sie knackte meinen Rücken. Genau, man hat ja die Quarantäne oder wie man das in der Richtung nennt. Genau. Ja, das glaube ich. Also du sagst, das ist nicht in Ordnung, ne? Nee. Okay. Ja, man hört auch viel vom Fernsehen und im Fernsehen. Fernsehen sagt nicht so weit. Was ist da wirklich los so? Ja. So. Erst hatte ich Lungenentzündung, jetzt sagt der Doktor, es ist eine chronische Bronchitis. Naja, aber ich habe keine Lust ins Krankenhaus zu gehen. Und außerdem kann ich ins Krankenhaus nicht rauchen. Erst hatte ich Lungenentzündung. Ja. Nee. Okay. Wie findest du meine Haare, mein Bart? Wie sehe ich aus nach deiner Meinung? Das ist beschissen. Auf jeden Fall erstmal danke für deine Meinung. Also, sie sieht gut aus. Auf jeden Fall. Ich habe das Ordnungsamt gefragt, wo mein Warmwasserboiler ist, haben wir weggeschmissen. Und das war ein Harald Neuer. An dieser Stelle, Grüße gehen raus an diesem Warmwasserboiler. Den haben die nicht weggeschmissen, hundertprozentig. Ja, das weiß ich leider auch nicht genau. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Jo, danke. Nee? Nee. Hm. Na ja, na, was sind denn das für Zustände hier? Aber mein Frauentag war schön. Ja? Ja, ich habe von meiner Tochter einen kleinen Enkel geschenkt gekriegt. Ja, mein Beileid? Ja, danke. Was ist deine Lieblingszigarettenmarke, die du am liebsten rauchst? Tabak. Mich hat da so ein Blödmann Tabak geholt und einen verkehrten. Der bringt mich auf Pfeifentabak, der Pausenklon. Keiner da, der mich hilft oder sonst irgendwas. Würdest du gern einen Partner bzw. einen Ehemann an deiner Seite haben? Nein. Okay. Was ist Ihr Lieblingsgetränk? Und meine Zigarette. Interessant auf jeden Fall. Da waren jetzt erst Leute da, die haben mir so einen kleinen Beutel Kartoffeln gebracht und Spargel. Ich danke Ihnen erstmal auf jeden Fall, ne? Und dann ciao Leute, bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Kurz vorab, ich bin nicht kein Konzept, sondern ein Synchronsprecher. Heute gibt es ein Gewinnspiel. Der Sponsor des Gewinnspiels ist Extra.
Diese haben mir zwei Cardholder zur Verfügung gestellt. Schaut gerne mal vorbei. Was ihr genau machen müsst, um teilzunehmen, ist folgendes. Abonniert diesen Kanal und kommentiert mich mit Hashtag ConzeptWallet. Schreibe außerdem deinen Instagram-Namen dazu, damit ich dich, falls du gewinnen solltest, kontaktieren kann. Die beiden Gewinner werden in genau einem Monat angeschrieben. Bis dahin. Also ihr müsst euch überlegen, Beatbox.